Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands. Wir sind jetzt im nächsten Gebiet. Also ich habe ein bisschen schnell gereist. Dann habe ich mir kurz... Es kann losgehen! Hab mir kurz neue Muni geholt. So, und hab mir kurz, genau, neue Muni geholt und ein bisschen hier aufgeräumt, sag ich mal. Warte mal, ist das etwa eine Truhe? Nee. Ich komme eh nicht da hoch. Oder etwa doch? Wahrscheinlich nicht. Naja, der Sniper ist jetzt nicht ganz so geil. Ah doch, ich komme da hoch. Mhm. Na, Pistole ist jetzt... Pistolen sind jetzt auch nicht so cool. So, da drüben hat noch was geleuchtet. Ah, das sind nur solche kleinen Dinger. Dann fahren wir mal weiter. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie es weitergeht. Weil anscheinend ist der Schlüssel ja kaputt. Bäm. Oh, schade, ich dachte, das könnte hier... kaputt, kaputt, fahren, und oh, ich habe noch was gefunden. Gut, ein Skillpunkt. Ja, der Skillpunkt ist da. So, okay. Direkter Treffer verursacht erhöhten Schaden. Und Raketenwerfer. Raketenwerfer ist, glaube ich, besser als Mörser, weil da mit einem Raketenwerfer kann ich... gleichzeitig mit dem Raketenwerfer schießen und mit der Gatling. Weil so ist es ja, also mit dem Mörser ist es ja so, dass ich höher zielen muss. Aber ich schau mal hier. Da brauche ich halt mehr, um da brauche ich noch mehr, um hier weiterzukommen. Und hier Minigun. Da brauche ich auch noch. Verursacht mehr Schaden, wenn die Hitze zunimmt. Salamander ist ein Flammenwerfer. Okay, der Flammenwerfer ist auch geil. Beim Bewegen. Kritischen Treffer gelandet hat. Munition erhöht den Brandschaden. Sprinten und schießen, das ist auch gut. Aber ich schau mal eher hier, was es hier noch alles gibt. Indirekten Schadenausteil besteht die Chance, das Magazin ihrer Munition hinzufügen. Okay. Der indirekte Schaden, den muss austeilen, hat eine Chance, sich im Umfang zu verdoppeln. Okay, das ist krass.
Zusätzliche Rüstung und erhöht den Treibstoff. Das ist gut. Das will ich machen. Killskill, das Töten von Gegnern verringert muss, verbleibende Action Skill Abklickzeit. Ja. Und bewirkt sie zu sehr. Okay, das ist auch gut. Gut, dann mache ich das da und nächste Runde. Ja, muss ich nochmal das da machen. Und dann bekommt der Iron Bear bekommt dann mehr. Beziehungsweise er bekommt dann einen Raketenwerfer und dann maximalen Treibstoff. Geil. Na dann. Boing. Weil indirekter Schaden ist richtig nice. Was? Ist ja nicht so, als hätte ich noch nie einen neuen Clan gegründet. Einen ganzen Clan in einer schrecklichen Tragödie zu verlieren und dann von vorne anzufangen, nennen wir hier den Pandora-Shuffle. Okay. Ich schau mal kurz, ob wir hier was Neues haben. Wir haben einen neuen Kopf. Echt jetzt? Das ist ja gaga. Nice. Okay, Skin. Matsch. Nee, der normale ist. Sehe ich gut aus? Der normale ist dann besser. So. Es ist noch nicht vorbei. Ich weiß. Kammerjäger, hast du wirklich die Karte? Mission erfüllt, Firehawk. Einfach nur Lilith. Du hast die Karte? Spitze! Und hast du einen meiner Sonnenklopper gesehen? Und wieso stinkst du so nach Asche und Haut? Taryn Calypso hat deinen kompletten Clan ermordet, Vaughn. Komplett. Ich kam zu spät. Scheiße! Ich habe ihr nie gesagt, dass ich... Nein. Sonnenklopper weint nicht. Wenn Taryn Calypso eine Blutfehde will... Soll sie sie haben? Blutfehde! Ich wusste, dass die Kinder der Kammer gefährlich sind. Aber es ist schlimmer, als ich dachte. Zumindest hast du die Karte. Ich hätte nicht gedacht, das Ding noch einmal zu sehen. Das ist nicht nur eine Karte. Damit haben wir die anderen Kammern auf Pandora geöffnet. Jede Kammer braucht einen Schlüssel. Werfen wir einen Blick drauf. Ist eine Weile her. Das Ding ist nicht geladen. Ich mach das. Verdammt, funktioniert nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte es eigentlich laden können. Wir brauchen Hilfe. Es gibt nur eine Person auf diesem Planeten, die weiß, wie diese eridianische Technik funktioniert. Patricia Tennis. Sie hat eine Ausgrabungsstätte auf der anderen Seite des Tals. Bring die Karte zu ihr. Ich komme nach, sobald ich kann. Muss mich erst um ein paar Dinge für unser Schiff kümmern. Okay. Geil. Yo, Bro. Okay. Dann holen wir uns mal die Infos von Tennis. Schön warm. Geh mal zur Seite. Schön warm. Ja, hier ist es kalt, deswegen. Klasse! Ich hab Taschen! Hä? Was? Gut. Es ist heiß! Denkt sonst noch jemand, dass es heute echt heiß ist? Oh, es ist heiß! Ich schwitze an den seltsamsten Körperteilen. Entschuldigt mich. Das wollte ich jetzt echt nicht hören. So, wohin geht's denn? Nach da drüben. Warte mal. Ja, komm. Nebenauftrag. Goldener Schenkel. Ah, genau, das war das da.
Okay. Dann mache ich erstmal. Ja, komm, ein goldener Schenk. Gut. Dann holen wir mal eine Superduba. Hey, oh. Superfan! Sicher, dass du im richtigen Team bist? Ich war halt schon da. Wir wollten alle Gammajäger werden, als wir klein waren. Aber ich bin kein Anhänger wie du. Ich bin eine Göttin. Und meine Anhänger tun alles, was ich verlange. Oh, ich demonstriere. Hey du, semmel dir dein Lieblingsbein ab. Für Tyreen! Ja! Doch nicht beide! Oh, er hat sich beide abgeschnitten. Oh, jetzt versucht er, auf den Stümpfen zu stehen. Sekunde. Die schmecken einfach besser, wenn sie Angst haben. Wo war ich? Ach ja! Meine Anhänger würden für mich sterben. Und wenn du dran bist, lasse ich es dich wissen. Und jetzt lauf, Superfan. Reparier die Karte für mich. Die Kammern gehören mir. Diese Kalypso sind furchterregend. Heilige Scheiße. Mal zwei. Gibt es nicht gleich alles aus? Außer natürlich hier. 5 mal 12, was hab ich? 13 mal 3. Ja, 5 mal 12 ist besser, das ist effektiv gegen Schilde. Gegen Fleisch habe ich ja durch meine Feuerwaffe. 4 mal 12 ist nicht so gut wie 5 mal 12. 9 mal 9. 6 mal 16. Okay. 5 mal 2. Neun, fünf mal zwölf. Egal, was ich einkaufe, ich finde garantiert einen Käufer. Ob sich die Bösen auch so viele Auszeiten gönnen? Okay. Das ist halt jetzt. Wechsel zwischen Schock und Kaution, warte mal. Warte. Hey! Ach, krass. Sollen wir? Das ist geil. Okay, wenn ich Säure schieße, dann wird es wirklich zum Sniper. Und Schock wird nicht mehr so. Seht euch meine Abschussquote an! Jetzt sagt. Ja, okay, dann behalte ich den. Ich habe mich schon gefragt, warum der zwei Zielfernrohre hat. Also ein Blaupunkt und ein. Und ein großes Fenster, was eigentlich nicht gebraucht wird. Tja. Hui. Auf der anderen Seite, ne? Ja. Mach mal auf. Jo. Da komme ich nicht rein, oder was? Das muss ich später öffnen. Warte, gibt es einen anderen Weg? Ja, außenrum einfach. Und wo muss ich hin? Dahin. Wow. Na gut, dann außenrum. Gerade zurück, ne? Ne, passt gut.
Gott, nein. Komme ich auf sowas? Ja. Das ist auch falsch. Wieso lachst du so? Ja? War nicht lustig, das war voll fail. So, wohin da? Ja, da sind ein paar Vögel über mir. Mann, ich hätte das machen sollen, als wir noch da waren. Gut. Wir sind in Eskensen Bluff. Sinsen. Taste the truth. So. Hey, Zuckerschnute, hier ist Maxi. Ich habe einen Auftrag für dich. Die Calypso-Zwillinge lieben Aufmerksamkeit. Klauen wir sie ihnen, indem wir ihre Funktürme übernehmen. Oh yeah! Ja, das machen wir dann. Aber die Moxie sieht ein bisschen wilder aus jetzt. Kurz schauen, was da oben ist. Dum, 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 dum. Seid gegrüßt, Sonnenklopper! Ich bin Mauspies, die Stimme der Kinder der Kammer! Die Zwillingsgötter bieten euch in ihrer Güte eine Mitgliedschaft auf Iridium-Ebene in unserer Familie im Tausch gegen die heilige Kammerkarte. Mouthpiece ist halt hier. Ah, der Bossfight war richtig geil. Der war schon richtig geil. So. Irgendwie da oben ist was. Piss auf. Okay. Ah. Oh. Entschuldigung. Die kritischen Damage macht die halt auch nicht. Keine Munition mehr. Alter, okay. Das war's für dich. Auch keine Munition mehr. Meine
oben ist, ja? Wo denn? Ne, da. Hä? Warte. So. Ich muss irgendwie wieder hochkommen. Wo ist er hin? Da. Ja, warte, ich komme jetzt bald auf. Ja, aber erstmal hier. Ah, 80, Komm zu mir! Na, das ist doch mal ein schöner Steckbrief. Da kommt die Bluthand richtig gut zur Geltung. Die trage ich seit meiner zweiten Blutfehde. Nein, seit der dritten. Genau, die zweite war der Krieg, den ich einem Berg erklärt habe. Rate mal, wer von uns noch steht. Nur ein toter Berg ist ein guter Berg. Ich bereue und ich gewinne. Ja. Gut. Dann probieren wir mal den. Weil gegen Schilde wirken Kopfschüsse sehr viel. Wobei ich hier nicht wirklich viel Damage mit Kopfschüssen gemacht habe. Wenn ich die dann mal getroffen habe, natürlich. Das hat nur 40 Geld gegeben. Ich schau mal kurz darüber. Da ist nämlich auch noch was. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass sich jemand das geschnappt hat, aber wem könnte man es verübeln? Meine Hyperion Red Bar X2000 mit Quecksilberschleife und Anti-Ständerband. Oh, die beste Unterhose im Universum, Bro. Und das einzig Gute, was mir Hyperion je gegeben hat. Davon habe ich genau 3 Wörter verstanden. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Ist klar. Gut. No comment, please. Ah, warte, was war das? Eine weiße Waffe. Das ist wunderbar. Naja, die gibt ja $85. Die ist schon mal mehr als so manches andere. Doing, doing. Da ist der. Ich vermisse das mit Zero One-Shot zu machen. Das Bild kann ich mich noch gut erinnern. Ist echt was anderes als die Banditen-Selfies von früher. Als ich meinen ersten Banditen-Clan gegründet habe, musste man auch sein blutiges Gesicht an einen Felsen rammen, um ein Abbild von sich zu kriegen. Wofür halten sich die Kalypso-Zwillinge überhaupt? Für Götter? Weißt du, meine Brustmuskeln hat auch mal jemand göttlich genannt. Ist doch fast dasselbe. Okay.
So. Ein Opfer erscheint. Okay. Oh, da hat sich geduckt. Ich atme zu viel. Was ist das denn für eine? Erwischt und abserviert. Mit dem letzten Schuss. So. Da oben ist noch einer. Hinter mir ist noch einer. Ich schaue nur kurz, ob hier noch irgendwas da das liegt. Hallo, Teddybär. So. So, ja, dann fütter ich mal den. Wow. Und? Wie sind Sie geworden? Gute Figur, Bro. Komm schon, ich weiß. Du
musst doch nicht so nett sein. Los, tauschen wir welche von den scheiß KDK-Statuen gegen mein Abbild aus. Ja, warte. Und wie? Tschüsschen, so. KDK! Und hallo, glorreicher goldener Vorn! Oh Mann, seht mich an! Ich wurde als Statue verewigt und bin dem besten Clan des Planeten beigetreten! Es leben die Crimson Raiders! Ich liebe diesen Tag! Und das bin ich! Weißt du, was an den Crimson Raiders so toll ist? Ihr seid knallhart und beschützt die Schwachen! Auf so einen Clan stehe ich! Ich liebe diesen Trümmerlärm! Die Kalypsos werden echt angepisst sein, wenn sie meine goldene Visage sehen. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages wieder Banditenkriegslord. Aber im Moment geht's mir echt gut damit, zu euch zu gehören und die KDK fertig zu machen. Komm mich besuchen, wenn du wieder mal Zeit hast. Wow. Also sehr vertrauenswürdig ist er ja nicht. So, dann... Genau, dann sind wir eigentlich schon fertig. Oh, wir haben sogar überzogen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Also, bis morgen. Wenn ich schaffe. Aber ich denke schon. Bis dann. Bye, bye.